Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir zocken heute den Tageseinsatz Kapitol Stützpunkt herausfordernd, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Hallo. Und ich habe wieder eine offene Gruppe. Mal sehen, wer hier reingesprungen kommt und was denn so abgeht. Und ja. Wenn wir das Kapitol einnehmen, schwächt das die True Suns enorm. Aber die Hauptsache ist der Koffer, den Präsident Ellis an Bord der Air Force One bei sich hatte. Kelso wartet in einem Helikopter und holt den Koffer ab, sobald sie ihn gesichert haben. Wenn Ellis die Wahrheit sagt, hängt viel davon ab, dass wir ihm diesen Koffer bringen. Durch den Außenbereich bringen wir sie mit Hilfe von Zivilisten, aber drinnen sind sie auf sich allein gestellt. So, am Start habe ich hier Sturmgewehr. Und die Pestilenz. So, wollen mal sehen. Wir gehen erstmal wieder hier hoch hier, wie immer. Wer höher steht, hat besseren Schuss. Schütz kurz aufstellen. Nicht davor, darauf, bitte. So. Ah, nicht, dass unser Geschütz weggeballert wird. Huch, wurden wir selber getroffen gerade. Ich werde mal ein paar Murmeln raus. Das ist gut. Der kommt raus, nachladen. Nachladen. Und immer darauf achten, wo die Mörser einschlagen. Juhu. Ja, wer mich kennt, ich schieße immer von weiter weg, lasse lieber auf mich zukommen. Wo ist er denn jetzt da? Ah, da unten nicht der. Wow. Nee, komm mal in der Deckung. Ah, gutes Geschütz, feines Geschütz. Fein, fein, fein. Na, das müssen wir glaube ich erstmal runter. Ah, keiner da, alles klar. Ich wollte die Mine wieder aufsammeln. Wir dürfen aber gleich wieder auftauchen. Dann vorstürmen. Ja doch, komm, lauf. Kampfmörser. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Da sind wir auch meistens immer. Sprenggranate. Wo bist du denn? Oh. Ja, ich kümmere mich auch drum. Ja, ja, komm. Guck raus. Geht doch. Da oben. Oh. Murmeln, kurz mal raushauen. Die Clustermine. Oh, da ist ein Onkel Doktor. Der muss weg, sonst belebt er sie alle wieder. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir verhindern. So, haben wir schon einen nächsten Gegner, der gleich repariert worden ist. Ach, da bist du. Na dann, geh mal in Schaum rein. Handgranate auch noch. Ausweichen. Steht er immer noch hier? Okay, der ist weg. Habe ich nicht gesehen. Mal die Pestilenz rein. Mal gucken. Boom. Okay, wir können weiter. Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Hier gibt es schön Fenris Group, die ist immer gut. So Jungs, ich hab's für euch schon mal ein bisschen klar gemacht. So, mal sehen, was passiert. Was das für welche sind. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Rusher sind oder. Da kommen noch mehr Feinde.
So, wie immer, links hoch. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer hochlaufe. Na, nimm mal die Pest wieder. Ja, wir können ein bisschen vorrutschen. Agent am Boden. Ah. Oh, jetzt muss ich nachladen. Kurz wechseln. Uiuiuiuiuiui. Da haben sie aber gerade ein bisschen angenuscht. Jo, mache ich. Alles klar. Der letzte. Jetzt sollte der Weg zum Eingang frei sein. Haben sie wohl gerade ein bisschen den Arsch gerettet. Das war knapp. So. Das war knapp, ehrlich gesagt. Mal kurz gucken, nö. Das war knapp. Aber hätten wir auch hingekriegt, ne? Ja, na klar. So. Alles klar. An dieser Stelle auch erstmal herzlich willkommen an alle, ich glaube war jetzt nur eine, die neu im Clan reingekommen sind. Felki, Junge, was machst du denn da, Junge? Er ist ein Held vom Erdbeerfeld. Stellt sie in der Schussbahn. Der war gut. Der war gut. Wir wackeln trotzdem auf einem Vorlaufen. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Nicht vorlaufen, sag mal. Da sind Annäherungsminen in der Rotunde hochgegangen. Sie sind drin. Schnell abfangen. So, schnell. Sinkt hier einsam. So, Munition auftanken. Elektronische Signatur entdeckt. Das ist der RFID-Code, den wir suchen. Der Koffer muss in der Nähe sein. Verstanden, Kerzo? Okay, er macht das so. Da und deutlich. Bin bereit. Ich schmeiß meine Murmel rein, dann gehe ich wieder hoch. Wie immer, meine Lieblingsposition. So. Jetzt packen wir mal die Pestilenz wieder aus. Da ist noch einer irgendwo. Sobald Sie den Koffer haben, müssen Sie aufs Dach der Rotunde. Warten Sie dort auf den Helikopter. So. Der Mörsertrupp ist noch da oben. Verstanden. Sie müssen da weg, bevor sich der Helikopter nähern kann. Mal Geschütz auspacken. Geschütz im Gefechtsfeld. Gut. Na, wo seid ihr? Kommen wir nicht mal raus, dann können wir auch nichts droppen. Oh. Ist ja nett gemeint, aber dann droppen die nichts. Das ist doch das irgendwo daran. Hey, wo stehen die denn da? Ich vermute, dass die Division den Koffer hat. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn die da oben alle rumlaufen, da oben alles machen. Weil ich mir immer denke, wenn die da in der Tür, wo sie rauskommen, erschossen werden. Wir sind außerhalb der Reichweite von Handfeuerwaffen postiert. Gute Sicht aufs Kapitol. Dass sie denn nichts droppen. Oder so droppen, dass man da nicht mehr rankommt. Aber naja, wenn sie meinen. Bop
braucht man gar nichts machen wieder. Die laufen auch alle ein vor der Nase. Habe ich jetzt voll? Ne, ich muss auch füllen. Naja, lauf mal vor. Ich mag Zutsche hier, mach ein bisschen ruhig. Granate. Na. Läuft sie auch noch so bescheuert? Ja, ja, ich gehe ja schon ein bisschen weg. Das ist ein Digger, den kümmert euch nicht, ne? Gut. Okay. Wenn ihr vorläuft, verlasse ich die Gruppe hier, ey. Die mal vorlaufen müssen, ist doch... Ah doch, manchmal warten sie auch, okay. Du bist nicht mal der Vorläufer. Ah, na. Schließen Sie ein Signal ab, sobald das Dach da ist. Ein Agent ist offline. Passiert, ne? Schlechte Verbindung oder was? Jo, tritt an die Tür. Ja, er ist einer, lässt die ganzen Feinde durch hier. Das hat er gerade gewollt, ne? Da oben ist sie. Ola Ella. Was für ein Sound macht die wieder? Mal dumpf, mal nach. Wieder nachladen. Dach sieht sauber aus. Da haben wir das gut hingekriegt. Schießen Sie ein Signal ab, wenn Sie bereit sind. Dann bringen wir den Koffer in Sicherheit. Hier wohl noch was zum Einsammeln. Na komm, nimm auf. Ich hätte schon fast gedacht, dass er drauf geht, der hier vorne stand, aber naja, gut. Ist er doch ganz gut ausgerüstet. Oder geskillt. So. Wo ist der Hubschrauber? Da ist er. Hui. Bestätigt. Die Flugabwehr da muss weg. Die Rakete kam von der Ostseite des Gebäudes. Ich sehe zwei Radarwagen an der östlichen Front. Wohl die Feuerleitstelle des SAMs. Erledigen Sie sie mit allen Mitteln, damit der Heli rein kann. Na, machen wir auch.
Na, dann kommt ihr beiden. Wollt ihr nicht mehr? Alles klar, sie kommen. Sie kommen. Dum, 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 dum. Ich hab sie im Blick. Sie erreichen gleich die Radarwagen. Zerstören Sie die Dinger, damit wir hier fertig werden. So. Der eine steht noch auf dem Dach. Oh nee, da ist er, da ist er. AT, könnte man denken, ist Australien, Österreich. Ich mach. Na, geht doch. So, gleich mal einsammeln. Man weiß ja nie. Weiche den Angriff aus. So, Geschütz stellen wir auch gleich nochmal hin. So ein bisschen. Werfen einmal Murmeln hinterher. Komm, geh hops. Geht doch. Ah, steht ein bisschen komisch hier. Was ist denn hier los? Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Allen Seiten geballert. Muss ich schon wieder nachladen. Mann, Mann, Mann. Ich halte das Ziel auf. Kopfschuss, beide Beine weg, so muss es sein. Noch eine. Okay. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Das sind die Vorrenner, wie gesagt. Und schon wieder. Machen wir mal eine Murmel hier. Oh, da ist ja eine. Okay, jetzt den zweiten. So, kurz Munition bunkern. Noch eine Rakete! Okay, Geschütz abbauen da hinten. Verdammt, nein! Nein, nein! Doch, doch! Ah, das schon aktiviert? Ne, jetzt. Wo? Da, vergiss es. Werfen wir eine Murmel hier hin. Passt doch. Jo, lauf wieder alle nach vorne. Was passt denn? Murmel wollte nicht haben. Einer muss ja in Reichweite bleiben, ne? Die anderen dürfen ja vorlaufen. Dürfen? Naja. Können. Schau
schauen wir mal, was wir hier so machen können. Aus der Position. Erstmal eigentlich gar nichts. Na, Steffen. Geschütz auf, ne? Kann ja eh nichts machen. Da ist ein Dicker. Cool. Ich darf auch mal wieder schießen. Muss er jetzt gerade nachladen. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Das ist noch ein Goldener. Wow. Cool, spring rein da. Du bist auch gleich hops. Passt. Das hatte ich gestern schon mal gehabt. Da sind die irgendwie hier runtergehüpft. Der erste, der war verseucht. Hatte die Seuchenblase. Und drei andere sind hinterher gesprungen. Die waren natürlich auch gleich hops. War gut. Gutes Timing. So, da hinten. Naja, macht mal, Jungs. Wie kriegt das hin? Bum bum, bum bum, bum bum. Da kommt noch eine. Ah. Muss man nur noch treffen, ne? Kein weiterer Kontakt. Bereich sicher. Okay. Ich komme. Kein weiterer Kontakt. Ich komme. Na, dann laden wir mal so lange nach. Machen wir, machen wir, machen wir. Ruf hier hang. So, dann gleich mal. Wir haben den Koffer gesichert. Unter Beschuss. Wir hauen ab. Hier ist eine gute Stelle. Da kommen eine ganze Menge Feinde auf die zu. Weil er kommt genau drauf zugelaufen. Kann man ordentlich bearbeiten. Rock'n'Roll. Die machen wir doch gerne. So. Der ist aber auch zäh heute. Der ist aber auch zäh. Du schießt mich nicht mehr an, mein Freund. So, da unten. Gut. Einmal Murmeln raus. Nach da hinten, da ist ein Dicker. Der Koffer ist in Sicherheit. Die Trusans haben ihre Festung verloren. Und schon fertig, alles klar. Von all den Figürchen auf meiner Karte war der Pisser das Teil, das ich am liebsten umwerfen wollte. Na, das ging ja mal fix. Einheit sind wegen ihm tot. Einige sind sogar übergelaufen. Schicken Sie ein Signal von der Vordertreppe hoch, sobald die Luft rein ist. Dann jetzt mal nach Hause. Ganz chillig einsammeln alles. Jan chillig, ne? Wollen ja... Oh, na komm. Wollen ja hier nichts liegen lassen. Dum, 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 dum. Naja, so chillig nur auch nicht. Wir werden noch ein bisschen rennen hier. Wir müssen natürlich unnötig in der Länge ziehen, ne? So. Aber verpassen oder was liegen lassen wollen wir auch nicht. So, dafür wartet... Was gab's hier? Oder Munition. Brauchen wir erstmal nicht. So, dann mal nach oben noch mal einsammeln. Dann, 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 dann. Hier hinten nicht unaufwart. Kann man sehen, wie die geschossen haben. Mit Mörse oder Granatwerfer. Wenn die da hinten hops gehen. So. Einsatz abgeschlossen. Hat ihre Gruppe verlassen. Bulldog. Hallo. Medipack. Cool. So. Der mal schnell raus. Die Zusammenfassung angucken. Den sogenannten Piep-Vergleich. Wie ich immer so schön sage. Sie sind nicht länger in einer Gruppe. Na, passt doch. Sind wir nicht mehr in einer Gruppe. Das passt zum
finalen Ende hier. Mal schauen. Gucken. Oh, wir haben die meisten Damage gemacht. Das wundert mich. Naja, 63 Kills haben wir auch noch und eine Wiederbelebung. Cool. Das sieht doch gut aus. Dafür, dass die anderen so vorgerusht sind und gelaufen sind, muss ich sagen, toll. Ja, 65.000. 63 Kills. Alles klar. Und eine Spielzeit von 24 Minuten und 12 Sekunden. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und einen Daumen da. Ja, ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Und schaut in den anderen Playlists nach. Und empfehlt mich weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Terra.